Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077 mit mir, dem Jan. Jetzt steige ich hier aus. Die hätten uns fast erwischt! Das nennst du Schmuggeln? Chingado! Das sollte glatt laufen! Ohne Probleme! Wenn du denkst, das war meine Schuld, dann hab wenigstens die Eier und sag's! Weiß nicht. War's deine Schuld? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzpissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, pendejamente ridiculo. Und was jetzt? Du bezahlst mich für den Transport. Wir sind über die Grenze. Jetzt bezahlst du mich und unsere Wege trennen sich. Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Ich schätze die Ehrlichkeit. Danke. Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Sesam, öffne dich. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames, ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner, halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade, wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Warum fragst du? Weil ich das Gefühl habe, du hast eine Menge Zeit und nichts zu tun. Und in NC kommt man ohne Kumpels nicht besonders weit. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann natürlich ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof.
es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Sprich mit Will-Signant. Sergeant. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Kampfgrundlage. Ich hoffe, du bist bereit hier ein paar... Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Was? Zielen lernen. Damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Drücke den, okay. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist. Super Arbeit, Lee. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Jo. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Hacken? Relevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solcher Objekte. Beim Scannen werden interessante Objekte in deiner Umgebung hervorgehoben und es werden hilfreiche Informationen über sie angezeigt. Roboter. Das ist eine Waffe. Server explosiv. Gefahr werden rot hervorgehoben. Objekte, die du hackst, kannst, werden grün hervorgehoben. Sonstige nützliche Objekte werden blau hervorgehoben. Lasse los, um den Scan zu schließen.
Überwachungskamera. Wieso wird das denn nicht gescannt? Ja, und jetzt? In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie hektisch in den Bildschirm um die Wache. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeige dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quick Hack Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quick Hacks mit nach oben und nach unten durchgehen. Abzulenken. Pink. Dauer 0 Sekunden. Pink, das Netzwerk, das Silo. Das Ziel. Pink, das Netzwerk des Ziels an, um alle damit verbundenen Personen und Geräte zu finden. Verursacht eine Fehlfunktion bei dem Geräten. Gerät, das Leute in der Nähe ablenkt. Stil vor Substanz. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Du kannst dich geduckt leise bewegen. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Gegner verstecken. Du kannst tote oder bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken und um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Also quasi so wie ein Hitman. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Kamerasteuerung. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Roboter durchbricht das Eis eines Gegners und macht alle mit dem Netzwerk verbundenen Gegner und Geräte anfällig für Quick Hacks. Zum Hochladen des Eisbrecher-Dämons musst du dessen Code-Sequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Also 55, 55, BD und... Jetzt, zünde die Granate! Was für eine Granate? Achso, hier. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner... gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Basis-Tutorial abgeschlossen. Niemand hast du das Basic-Tutorial abgeschlossen. Brauchst du eine Einladung? Warte, interagiere mit Tür um die... Ja, brauche ich nicht.
Stealth. Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Trittst du das Sichtfeld eines Gegners, fühlt sich seine Alarmanzeige gegen rechtzeitigen Deckung. Er dich bemerkt. In Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Nova, weiter zum nächsten. Du hast es fast, fast. Gleich nochmal von vorn. Hey, ich hab's doch geschafft. Sicherheitssystem. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschützturm und Überwachungskamera, die Alarm auslösen und Gegner deiner Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Kann ich die nicht ausmachen? Zum Training, Rekrut. Ich nicht auch kriechen? Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir durch. Gibt's auch Nahkampf? Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Kann ich nicht hacken. Kann ich jetzt hier einfach durch? So, starke Gegner packen. Gegner mit bedeutend höheren Leveln gekennzeichnet mit dem Symbol können sich mit Leichtigkeit aus dem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren. Darum solltest du vorsichtig sein. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. So, drücke R2, um Schnellangriffe auszuführen.
Der fortlaufende Angriff deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hin und wieder auf deine gelbe Ausdauerbalken am oberen Rand des HUD. Dein Gegner ist in der Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie dein Angriff bei ihm beeinträchtigt. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Halte L2 gedrückt, um in die Abwehrhaltung zu gehen. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie dein schwerer Angriff ihre. Drücke bei einem angehenden Angriff L2, um kurz vor dem Treffen den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Wähle mit L die Richtung und drück zweimal schnell Kreis, um auszuweichen. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Setze alle bisher gelernten Taktiken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Die Nahkampftechnik, die du gelernt hast, könne auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Was du gelernt hast. Abschließender Test. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Das ist echt ziemlich gut. Stell dich auf. Total. Viel Glück, W. Bevor ich hier rausgehe, würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.